Ja, einen wunderschönen Mittag wünsche ich euch. Schön, dass so viele wieder zuhören. Schön, dass auch viele neue Gesichter zuhören bei der Evolution of Web3, NFT, AI und Metaverse. Ein Format, das schon seit über einem, in verschiedenen Varianten, seit über einem Dreivierteljahr mittlerweile besteht. Ich glaube, wir haben schon ungefähr an die 3000 Gäste oder so in den Talks gehabt. Das freut mich mega. Mega spannend. Und es freut mich sehr, dass ich heute euch die liebe Caroline Hahn vorstellen darf. Sie wird ein bisschen aus ihrem Werdegang erzählen. Ich habe die Caroline im gemeinsamen Mentoring von Mike Hager kennengelernt, von vor über 2 Jahren, 1,5 Jahren. Ich weiß es gar nicht mehr, die Zeit vergeht so schnell. Und ja, und die Caroline hat eine spannende Reise hinter sich. Sie hat einen sicheren, tollen Konzernjob gehabt und hat ihn aufgegeben und hat sich voll mit dem Web3-Thema auseinandergesetzt. Aber am besten, liebe Caroline, stell dich am besten selber vor. Schön, dass du da bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst. Danke dir, Martin. Ja, danke für die kurze Vorstellung. Genau, ja, hi zusammen. Ich bin Caro. Ich war die letzten 10 Jahre als Corporate Tech Consultant unterwegs und habe Unternehmen dabei beraten, ihre digitale Transformation umzusetzen und war da unter anderem bei der BASF, bei Telefonica, bei Airbus Defence and Space und Bertelsmann. Ich habe 2 kleine Kids und brauchte ein bisschen mehr Flexibilität und Freiheit, meine Arbeitswoche so zu gestalten, wie es in mein Leben passt und nicht andersrum. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, den Exit zu machen. Mein Ziel ist es, Professionals und Unternehmern AI, Web3 und Blockchain näher zu bringen. Und ich helfe ihnen dabei, Tools und Technologie für sich selbst und für ihr Business zu nutzen. Und das tue ich, indem ich Content erstelle auf Social Media, wie zum Beispiel LinkedIn und auf Twitter und aber eben auch mein Newsletter, den The Webpreneur. Und das sind alles Themen, die überwältigend sind und manchmal eben auch angsteinflößend sein können. Und das will ich ändern. Und genau, daran arbeite ich eben und an noch 2, 3 weiteren Dingen. Ja, ein kleines Stichwort. Ja, Angst, AI, Angst, auf was muss man aufpassen oder Gefahr oder so weiter und so fort. Diese Themen hatten wir auch schon die letzten Wochen auch immer mit meinen Gästen und ich glaube, du stimmst mir auch zu, dass wir davor ja keine Angst haben brauchen, sondern wenn wir uns mit den Technologien auseinandersetzen und dieses Wissen weitergeben, dass wir, die vielleicht schon tiefer drinnen sind, uns aneignen, dann ist das doch eine super Sache, oder? Ja, absolut. Ich meine, vielleicht erinnern sich irgendwie der ein oder andere, vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, was war das? Bill Gates erklärt bei Letterman Internet. Ja, Genau, das oder kenne ich ja. Boris Becker macht Werbung für AOL, bin ich jetzt drin, ne? E-Mails. Und was war noch so ein Moment? Okay, Amazon verkauft jetzt Bücher online. Wer will denn das? Wer braucht denn das? Google, warum soll ich? Ja, das sind alles so Sachen, die uns immer wieder begegnet sind, immer wieder so Meilensteine, die letzten 20, 25, 30 Jahre, was Technologie anbetrifft. Und es gab dann immer, das hat dann immer so, man konnte dann immer zwei Typen von Menschen unterscheiden. A war dann, okay, mach mal lauter, dann muss ich jetzt näher zuhören, was da gerade passiert. Und die anderen sind, okay, was ist das? Wer braucht denn das bitte? Ja, Amazon, okay, braucht kein Mensch. Ne? Und genau da sind wir jetzt im Grunde wieder, würde ich sagen. Das ist jetzt wieder so ein Punkt in der Geschichte gerade. Okay, AI, alle reden drüber, wer braucht denn das? Warum sollte ich das nutzen? Versus, okay, viele reden drüber, lass mich mal damit beschäftigen. Das scheint irgendwie, da ist jede Menge Neues da drum. Lass mich das mal näher anschauen. Und genau das wird halt wieder so die Spreu vom Weizen trennen. Nvidia zum Beispiel hat vor 4 Wochen einen Aktienwert gehabt von 280 Dollar. Wir sind jetzt bei 380 Dollar letzte Woche Dienstag. Ja? Und also es geht halt einfach gerade durch die Decke. Es ist jetzt halt einfach wieder, wir sind wieder an so einem Punkt angelangt. Okay, wie gesagt, die Spreu
trennt sich vom Weizen, beschäftigen wir uns damit oder nicht. Und wir sollten keine Angst davor haben, sondern eher im Gegenteil, je mehr wir anfangen, uns damit zu beschäftigen und zu experimentieren und mal auszuprobieren, desto besser ist es für uns alle. Ja, weil 90% der Menschen hat sich noch nicht einmal mit ChatGPT beschäftigt. 90% der Menschen hat noch nicht einmal geschaut, was ChatGPT ist und was es für einen tun kann. Und ja, es kann sehr viel mehr als einfach nur Texte summarisen, ja, oder irgendwie mir die Antwort darauf geben, okay, wer waren die ersten 12 Präsidenten der USA, ja, das ist alles so halb so wild, aber wo es halt richtig spannend wird, ist, wenn man dann anfängt zu lernen, vernünftig zu prompten, die Technologie vernünftig zu nutzen und dann, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt oder eben Leuten folgt, wie mir zum Beispiel, und meine Tipps vielleicht mal so ein bisschen anwendet hier und da und mal was ausprobiert, dann ist man schon so viel weiter als der Rest der Welt oder als der Großteil der Welt. Und, das stimmt. Also ich gehe da d'accord mit dir. Ja, wie hat man einen Freund von mir heute gesagt, wenn Henry Ford quasi auf die Leute gehört hätte damals, wie sie so dass das Auto, die ersten Autos gebaut haben, irgendwie. Sie haben damals gesagt, ja, mach ein schnelleres Pferd und ja, das Auto wird sich nie mal durchsetzen, weil die Pferde sind super und hin und her und tralala. Ja, und ja, damals war das ganz Gleiche auch. Ja, jeder verliert seinen Job, weil es keine Pferde mehr gibt. Ja, es hat Automechaniker gegeben und so weiter und so fort. Also es wird auch da, wie gesagt, und ich brenne und renne auch jeden Tag, so wie du, eben diese neuen Technologien zu verbreiten, mich selber weiterzubilden. Und ich glaube, Du machst ja auch einen guten Job mit deinen Calls hier jede Woche. Ja, absolut. Es macht auch Spaß und auch die verschiedenen Themen auch zu sehen. Genau, also so, das ist so das Time, das eine so zum Thema Angst und das andere ist, was man natürlich aber schon im Hinterkopf beachten sollte, das ist auch so wieder so zwischen so dieser Weg zwischen AI und Web3. Web3 bedeutet ja Dezentralisierung vor allem und eben nicht die Power an Big Tech abzugeben und das ganze Wissen und sämtliche Data. Das ist nämlich genau das, was jetzt wieder mit AI passiert. Wir füttern AI natürlich oder sämtliche AI-Tools mit allen möglichen Trainingsdaten, indem wir Fragen eingeben, indem wir prompten, indem wir Bilder in Midjourney hochladen und in DALL-E und in Stable Diffusion und so weiter. Dieses ganze Experimentieren ist deswegen kostenlos, weil natürlich wir wieder, wie in Web2 Social Media, das Produkt sind. Ja? Deswegen ist es alles kostenlos. Und das ist convenient und das macht auch alles immer erstmal Spaß. Aber das ist schon etwas, was man im Hinterkopf behalten muss. Es ist convenient und es ist kostenlos, weil wir es mit Daten füttern. Und deswegen sollte man schon vorsichtig sein, welche Daten wir denn da so eingeben. Ne? Und wollen wir da wirklich irgendwie Bilder von unseren Kindern oder Company-Daten einbauen? Da gibt es natürlich auch immer wieder Wege und so weiter. Ne? Aber und ChatGPT hat zum Beispiel auch eine Möglichkeit, History-Data zu deaktivieren. Das heißt also, Chats oder Fragen, also alles, was wir eben da so eingeben, dass das eben kein Trainingsdata wird, dass daraus nicht, dass damit eben nicht trainiert wird, dass das AI-Tool nicht mit unseren Daten trainiert wird oder sie diese Daten verarbeiten darf. Ist schon klar, ja. Genau, das ist so das eine. Ja, ja, du sprichst da ein interessantes Thema natürlich an, ja. Es wird genutzt oder wir werden genutzt quasi, um es zu füttern, um es es wird kostenlos angeboten. Ich glaube, das ist auch vielen nicht bewusst, finde ich, oder? Nein, genauso war es ja eben auch mit Facebook und mit Instagram und Twitter und LinkedIn und all die ganzen Tools, das ganze Social Media. Das ist alles halt umsonst, weil wir das Produkt sind. Wir, also die Daten, die wir eingeben, die Informationen, die wir teilen, die Dinge, die wir liken, die Posts, auf denen wir länger verharren, wo wir weiterklicken, ein bisschen länger gucken, ein bisschen länger scrollen, all das wird gespeichert. Jeder einzelne Klick wird gespeichert und verarbeitet. Und deswegen sind wir das Produkt, weil damit natürlich wieder angepasste Werbung geschaltet werden kann. Und mit dieser Werbung verdienen diese Big Tech Companies eben ihr Geld. Ja? Genau. Was ist deine Empfehlung dafür? Was kannst du den Zuhörern mit 5 Tipps oder 3 Tipps dahingehend geben?
auf was man achten sollte? In Bezug auf? Über seine Daten, die man eingibt. Mhm. Oder wie Ach so, sagst, ja. Keine Fotos von seinen Kindern eingeben oder sonstiges. Genau, so, das ist ja so das eine. Man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass alles, was wir eingeben, gespeichert wird, solange wir eben auch immer die Cookies akzeptieren. Ne? Wir kennen das ja, egal auf welcher Seite wir sind, das ist ja schon so ein Automatismus, Cookies akzeptieren, ja, weiter, ne? Weil es muss ja immer alles instant, sofort, schnell und ich habe keine Zeit. Aber es macht Sinn, immer noch mal so 1-2 Schritte weiter zu gehen und zu sagen, nee, ich gehe noch mal auf Cookie-Einstellungen und ich speichere oder akzeptiere lediglich das, was aktuell notwendig ist, ja, was funktionell oder technisch notwendig ist an Cookies. Den Rest akzeptiere ich nicht oder, wenn möglich, ich lehne alles ab. Das ist so das eine. Das andere ist, dass es die Möglichkeit gibt, auch dezentrale Browser zu nutzen, wie zum Beispiel Brave oder den Incognito-Modus zu nutzen in Browsern. Ja, das geht auf dem Handy oder auf dem Desktop. Mhm. Das sind alles so Sachen, um sich so ein bisschen abzuschirmen und um sich so ein bisschen zu distanzieren von den ganzen Daten, die gesammelt werden über einen. Ja? Mhm. Das ist so das. Und die Daten, welche Daten gebe ich eigentlich immer so ein? Muss ich immer meine eine private E-Mail-Adresse eingeben, wenn ich irgendwo mich anmelde? Oder stelle ich vielleicht so einen separaten E-Mail-Account, der nur für solche Sachen gedacht ist, wenn ich irgendwo mal was ausprobieren möchte oder sowas, ja? Genau. All das wird halt immer alles gespeichert. Das ist für mich halt ganz spannend zu sehen, seit ich meinen Newsletter gelauncht habe. Ich habe den größten, also dieses teuerste Paket genommen, um am meisten Einblick in die Daten zu haben, die so gesammelt werden. Und da ist mir erst klar geworden, okay krass, wie viel Daten gesammelt werden. Das ist nicht nur mein Newsletter, sondern jeder einzelne Newsletter oder jeder einzelne, jede Seite, die wir besuchen, trackt so viele Daten. Das ist unfassbar, ja. Es kann genau gesehen werden, wann jemand meine E-Mail geöffnet hat. Ja, welche Klicks wo geklickt worden ist und so weiter. Und wenn das nur auf meinem einfachen Newsletter getrackt werden kann, dann muss man sich mal vorstellen, welche Daten getrackt werden, wenn ich jetzt auf ChatGPT gehe oder auf absolut, ja. Ja, aber was ich google, ja, zu welcher Zeit ich google und ob ich Tippfehler habe beim Googlen oder nicht, ja. Facebook zum Beispiel konnte vorhersagen, wenn sich jemand demnächst scheiden wird und bekommt dann die Werbung geschaltet für Scheidungsanwälte oder frag mich nicht. Ja. Ist es, du lachst, Martin, aber das ist wirklich so. Ja, das ist echt krass. Ich glaube dir das. Ich sehe es ja auch immer wieder. Ich sage auf der Homepage oder so irgendwie, wer wo zugeschalten hat, wer von welchem Land zugeschalten hat. Also ja, das müssen wir uns ganz klar sein. Und deswegen, aber das eine ist halt, okay, wir müssen uns dessen bewusst sein und damit dann eben lernen, umzugehen. Ne? Wie viel möchten wir preisgeben von uns, wenn wir diese Tools nutzen? Das ist halt natürlich ein Spagat, weil einerseits wollen wir die Tools nutzen und davon lernen, aber es gibt immer wieder Möglichkeiten, eben nur so das Minimale auch preiszugeben von uns. Ne? Mhm. Immer Cookies ablehnen oder gar nicht erst akzeptieren, Inkognito-Modus und eben auch nur das eingeben, womit wir fein wären, wenn damit gearbeitet wird mit den Daten. Ne? Genau. Super. Ja, cool, liebe Caro. lass uns jetzt einen Sprung machen zum heutigen aktuellen Thema, das überall aufploppt. Apple bringt eine neue VR-Brille heraus. Und wenn man sich dieses Infovideo angeschaut hat, die funktioniert ja teilweise auch. Also da wird ja schon anhand, also die Brille kann anhand, wo du hinschaust, quasi Fenster öffnen etc. etc. Das ist ja auch ein weiterer Meilenstein quasi, dass man das jetzt da als
als Tool einsetzt, welche Produkte schaue ich mir an, alleine nur, wo mein Auge hingeht, oder? Das ist ja ein spannendes Thema. Und wie siehst du das ganze Metaverse-Thema, VR-Brillen und solche Technologien, weil es eben gerade so brandaktuell ist und heute überall aufploppt, dass eben Sony seine neue Brille gelauncht hat? Wie siehst du das Thema Metaverse? Ich werde ja hier völlig zugespammt mit dem Thema auf meinem Feed. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich möchte schon fast zumachen oder ich überlege auch einen Post zu machen. Aber es ist natürlich ein super Game Changer und so ein Arschtritt in Richtung Meta. Ja? Die arbeiten ja mit ihrer Oculus schon seit Jahren daran, was Geiles aufzubauen und was Geiles an den Markt zu bringen. Und jetzt hat Apple sie halt überholt. Was halt spannend ist bei der Vision Pro, ist die Partnerships, die sie jetzt aufbauen mit Disney, mit Unity, mit Microsoft Office, mit Zoom, Teams, Webex und so weiter. Ist halt nice. Spannend wird natürlich auch das ganze Thema Apple Health und Fitness. Apple ist natürlich visionär. Ja, sie auf einmal, sie haben das Mobile in die Welt gebracht, ja, also das iPhone mit dem iPhone, auf einmal hatte jeder ein iPhone. Dann das MacBook, auf einmal wollten alle einen MacBook. Die Art und Weise, wie sie Customer Experience verstehen und verkaufen, ist einzigartig. Und genauso darauf bauen sie eben auch bei dem Thema Vision Pro, bei der Apple Vision Pro. Der Preis, okay, 3.500 ist schon knackig und ich bin auch sicher, dass du da ganz viele Subscription Models dann dir dazu kaufen kannst für weitere Gadgets, die du dann nutzen kannst. Ja. Login. Das wird sicherlich ein Modell, worauf wir dann warten oder worauf wir uns gefasst machen können. Spannend werden jetzt die ganzen Apps, die dafür entwickelt werden und das wird ein riesen Boost sein für Metaverse-Applikationen, weil sie damit eben das Spatial Computing an die Massen bringen. Genau das, worauf wir ja die ganze Zeit gewartet haben. Wenn wir jetzt Spatial Computing nutzen, gehen wir ja in alle möglichen Metaverses rein und alles ist immer so ganz nett, aber es ist halt immer noch nicht so richtig geil. Und Apple Vision Pro, glaube ich, wird es halt schon Spaß machen. Ja, die werden das schon gut hinkriegen. Ich muss dir auch sagen, wir haben ja auch, weil der liebe Lorenz Hahn auch zuschaut vom Internationalen Forum für Nachhaltigkeit, wir haben ja die letzten 6 Monate über 2.500 Leute schon in unseren Metaverse-Räumen gehabt. Auch in der Ocean Lounge immer freitags ein toller Nachhaltigkeitstalk. Also wir sehen, das Interesse ist ja da und ich glaube einfach, wenn das natürlich dann kostengünstiger wird, dann wird das sicherlich nochmal eine ganz neue Experience und auch, dass du natürlich auch, ich dachte mir, es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber ich wurde auch überrascht, dass man, dass du sie aufsetzen kannst, dass du mit deiner Umgebung kommunizieren kannst, aber gleichzeitig eben auch in der digitalen Welt unterwegs bist. Ich finde das mega interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird spannend für alle möglichen Bereiche. Ich meine, ich war jetzt am Wochenende mit meiner Familie auf dem See. Wir sind so ein bisschen über den See geschippert mit so einem Tretboot. Und es war super nett. Und dann meinte mein Mann, ja, und jetzt stell mal vor, jetzt setzt du die Brille auf. Und bist jetzt halt zu Hause auf der Couch, aber hast halt so dieses Gefühl, du bist auf dem See. Und was sie ja kombinieren, ist ja auch so das Audio, dass du halt ein richtig geiles Audio-Feeling auch eben haben wirst. Absolut, ja. Und das ist halt so das, was in jede Industrie ausgebreitet werden kann. Ja, das ist ja das Starke. Also von Fashion zu Mindfulness zu, frag mich nicht, ne? Digital Twin für BMW, wie heißt BMW? Ne? Absolut. Wie gesagt, die Susanne hört auch zu, die war letzte Woche bei mir zu Gast. Ja. Die setzt das in der Pflege ein, die VR-Brille. Ja? Und ich glaube, diese Technologie jetzt noch einmal ein Meilenstein sein wird. Also ich bin mega, mega begeistert und beeindruckt und find's mega cool. Und dass die da eben wieder einen Meilenstein gesetzt haben und jetzt alle überraschen. Ja, ich meine, allein so dieses, dass du sie aufsetzen kannst und dann dir
jemanden, der vielleicht schon verstorben ist, ne, wieder in dein Wohnzimmer holen kannst. Und das ist halt heftig. Ja. Das ist absolut game changing in every direction. Ja, wird ja, mega spannend. Ich freue mich mega drauf. Also ich feiere das voll. Halt der Preis ist natürlich knackig, ne? 3.500. Und dann, wie gesagt, da wird es sicherlich jede Menge Subscription Models dann noch geben und Apps, die man sich dann schön kaufen kann dazu und so. Und dann verbrennst du halt jeden Monat so deine Euros. Aber spannend wird's. Und dann, wenn jetzt Apple halt startet, dann wird es sicherlich dann auch schon die Pro 2 geben und die Pro Max, absolut, und die Pro Mini. Absolut. Und frag mich nicht. Absolut. Und das ist ja auch, ich habe ja gestern auch gesehen, dass du dann quasi, wenn du ein MacBook hast oder so, dass du den Bildschirm eben dann in deine Brille holen kannst und dort einfach arbeiten kannst. Und spannend. Cool. Ja. Lass uns einen dritten Sprung machen noch, weil du nämlich ja schon ganz lange in dem Thema drinnen bist. Wie siehst du so momentan diese ganze NFT-Welt? Wie nimmst du das wahr? Es ist ja dieses Hype oder die Hype-Zeit, wo wir da mittendrin waren, ist ja lange vorbei. Wo siehst du da die Entwicklungen hingehen? Was ist deine eigene Erfahrung? Wo siehst du diesen ganzen NFT, Digital Asset-Bereich in Zukunft oder momentan auch? Dadurch, dass jetzt ja Bärenmarkt ist, ist es natürlich alles super abgeflacht und es ist jetzt gerade nicht mehr so, der Hype ist so ein bisschen vorbei und rübergeschiftet zu AI. Warum ist das so? AI versus Web3 oder NFTs ist convenient. AI ist fast, es ist cheap, es ist kostenlos ist teilweise. Und warum? Weil, ich sagte schon, ne, wir sind das Produkt und bei AI verkörpert und verkauft die schnelle Antwort zu all unseren Produktivitätsproblemen. Ja? Die schnelle Antwort zu einfach allem, alles jetzt sofort und instant. Wir sind halt einfach so krass auf instant getrimmt die letzten Jahre. Ne? Und Web3 ist halt einfach so eben nicht instant. Web3 bedeutet Mindset, Long-Term, bedeutet Community, Decentralization, Self-Sovereignty, Transparenz. Ja, das ist alles Dinge, die Long-Term bedeuten. Und all die, die sich ein Long-Term-Mindset erarbeiten und an Long-Term interessiert sind, die werden mit Web3 ganz sicher erfolgreich sein. Die jetzt etwas aufbauen oder sich jetzt auch damit beschäftigen, das wird für die ein absolut nur von Vorteil sein. Ja? Wenn du jetzt von NFT sprichst, es gibt nach wie vor jede Menge Brands, die sich mit NFTs beschäftigen und NFTs an den Markt bringen. Mercedes-Benz zum Beispiel hat jetzt gerade gelauncht. Genau, Nike hat seine eigenen NFTs gelauncht. Ich habe mir 2 Boxen geholt. Ja? Und zwar alles aber eben nicht in so einem 10.000 PFPs, die dann irgendwie hoffentlich gepumpt werden und danach wieder geflippt werden, wo du dann irgendwie nicht so richtig eine Utility hast, sondern und auch nicht so wirklich in eine Community reinkommst, sondern spannend werden die und sind die Projekte nach wie vor, die eine vernünftige Utility mit sich bringen und eben nicht einfach nur auf Profile Picture oder sowas gehen. Es sei denn, man ist jetzt so ein Art-Fan natürlich, ne? Dann kaufst du wieder. Aber weil du halt die Art schön findest und was damit anfangen kannst und nicht irgendwie, weil du denkst, du kannst es flippen in 2 Wochen zu dem doppelten Preis, ja. Genau, also diese ganze Flipper-Geschichte, das merkt man auch an den Projekten und es gibt ja einige Projekte, die ja fast schon totgesagt waren und jetzt wieder ein bisschen auch an Fahrt gewinnen. Aber ich bin bei dir, wenn man langfristig an Web3-Projekte denkt und ich mache jetzt auch ein bisschen Eigenwerbung auch, weil wir ja jetzt mit meinem Sohn oder mein Sohn und ich gemeinsam, mein Sohn ist ja Rennfahrer, Motorradrennfahrer und wir haben jetzt ein NFT-Projekt herausgebracht, wo wir long-term quasi wirklich seinen Weg halt in die MotoGP-Weltmeisterschaft einfach begleiten mit diesem Projekt und dem Interessierte daran teilhaben lassen, seinen Weg mitzuverfolgen und da natürlich auch ganz viele Utilities eingebaut haben, wo man eben,
wenn man daran glaubt und langfristig dabei ist, einfach ja, Merchandising-Artikel bekommt, exklusiven Zutritt zu Wissen, zu Metaverse-Räumen. Also das haben wir wirklich am Start, da haben wir uns wirklich viel überlegt. Also ich sehe das genauso wie du auch und ich sehe das eben langfristig eben auch, dass man diesen Web3-Bereich absolut nicht außer Acht lassen sollte. Auf keinen Fall. Du sagtest vorhin auch noch das Thema Digital Assets. Mhm. Das ist auch was jetzt wo ziemlich, also nicht brodelt, aber wo schon jede Menge auch passiert, was nicht so richtig publik gemacht wird, wo noch nicht so viel drüber geredet wird, weil es einfach auch eine andere Klientel ist, die sich damit beschäftigt. Das ist halt nicht so das Crypto-Twitter, sondern es gibt jede Menge Tokenisierungsplattformen, die gerade wachsen und aufgebaut werden, wo zum Beispiel Assets runtergebrochen werden auf NFTs. Was meine ich damit? Man hat jetzt als Käufer die Möglichkeit, in Assets zu investieren, in die man sonst vielleicht, an die man sonst nicht gekommen wäre. Es ist jetzt vor ein paar Wochen zum Beispiel gab's einen, ist ein Hotel auf Bali tokenisiert worden, was Investoren, was es ermöglicht hat, Investoren zu beteiligen, die eben nur mit ein paar hundert Euros sich beteiligen konnten, anstatt halt immer gleich die Hunderttausender-Tickets aufrufen zu müssen. Ja? Mhm. Das heißt, Assets können fraktionalisiert werden, in Teile runtergebrochen werden, die, wie gesagt, die es eben ermöglichen, eine andere Käuferschicht auch zu bedienen und zu begeistern. Das ist halt ganz cool. Solarenergie zum Beispiel kann tokenisiert werden, wo man eben sagt, so okay, ich speise hier Solarenergie ein mit meinen Solaranlagen und habe ein bisschen was über und kann das tokenisieren, via Blockchain transparent machen und an den verkaufen, der es kaufen möchte. Das ist in Deutschland so noch nicht erlaubt, aber in Österreich startet das gerade. Das finde ich ganz spannend. Arbeite da auch an einem Projekt, wo es um Tokenisierung von Solarenergie geht. Das ist super, super heiß. Absolut, ja. Und ja, und da geht es um Tokenisierung von Real Estate zum Beispiel. Ne? Mhm. Auch einen Teilbesitz zu haben von einem Real Estate. Ne? Das mit dem Hotel, was ich jetzt erwähnte. Mhm. Oder, es gibt auch in Berlin, die Schwarmhotels gehen auch in diese Richtung. Ja. Der Benjamin Mieser, der hat das auch aufgezogen, eben auch eine ganz neue Art von Beteiligung und ja, so in diese Richtung sehe ich ja zum Beispiel auch unser Projekt, auch mit meinem Sohn genauso. Ja. Du bist Teil von etwas, du kannst damit das mitgestalten, du kannst investieren und du wirst dafür belohnt, ja, wenn du früh reingehst und lange dran glaubst. Ja, die Zukunft wird auch eben weggehen von diesen 10.000 NFTs auf ein Stück zu minten, sondern eher so dieses Stück für Stück, hier 100 Mal oder da 50 Mal und dann nochmal weiter und die Communities auch langsam wachsen zu lassen. Und genau, weil so kann dann eben auch eine Community wachsen, sie wächst dann so langsam zusammen, und kannst nicht irgendwie 10.000 auf einen Schlag zusammenpacken und sagen, so, ihr seid jetzt eine Community und ja, jetzt macht mal hier zusammen ein bisschen und kollaboriert mal, ja, so funktioniert es halt nicht. Genau. Und ja, die Anja Grundbeck ist auch heute dabei, auch die hat ja auch ein wunderbares Social Impact Projekt gestartet auch und sie durfte auch lernen oder leider erfahren, wie krass das eben diese ganzen großen NFT-Projekte damals ja mit gekauften Adressen, mit gekauften Discord-Geschichten einfach funktionieren. Also ja, und man sieht ja auch die Projekte, die wirklich noch da sind, das sind dann wirklich Projekte, die einen Mehrwert bieten und Long-Term einfach sind. Also da bin ich völlig d'accord bei dir. Ja, genau. Super. Ja, liebe Caroline, ich könnte mit dir jetzt noch den ganzen Nachmittag weiterreden, weil es einfach so spannend ist. Ich habe versucht, jetzt ein bisschen so drei Themen ein bisschen anzureißen, nur an der Oberfläche, um da ein bisschen einen Einblick zu geben. Ja, wenn sich die Zuhörer oder Zuhörerinnen eben vernetzt euch, verbindet euch mit der Caroline, mit mir, wenn ihr dahingehend eben mehr Infos haben wollt oder Coaching braucht oder wie auch immer. Dafür sind wir, glaube ich, auch beide angetreten. Das ist ja auch ein Teilbereich von dir, soweit ich das mitbekommen habe. Mhm. Deine Newsletter sind wirklich sehr super. Danke dir. Von dem her. Cool. Ja,
es ist danke, dass ich da sein durfte. Ich will dir nicht das letzte Wort nehmen, ich will dir nur... Ja, das letzte Wort gehört immer meinen Gästen. Wirklich? Ja, klar. Ja, für alle, die es im Nachgang anhören, freut mich, dass ihr euch reinhört. Vernetzt euch, kontaktiert die Caroline, wenn ihr Projekte habt oder wie auch immer. Für meinen Teil sagt Dankeschön für die wunderbare halbe Stunde, für deinen Einblick, für deine Reise, dass du uns da ein bisschen mitgenommen hast, für deine Aussichten. Ja. Ich bedanke mich und wünsche allen einen wunderschönen Dienstag noch. Und das Abschlusswort gehört immer meinen Gästen. Ja, danke dir, Martin. Danke, dass du da sein durfte. Danke für eure Zeit. Und ja, meldet euch, folgt mir, folgt The Webpreneur oder joint im Newsletter. Wächst und gedeiht jeden Samstag. Und jede Menge Input und Trends und News. Und damit wir alle schön dranbleiben und nichts verpassen. Genau. Wer Fragen hat, einfach gern auf mich zukommen. Und genau, das war's. Danke euch, einen schönen Dienstag. Dankeschön. Ciao. Bis dann. Tschüss.